Moin, liebe Borussen, super, dass ihr auf dem Dienstag wieder dabei seid. Es ist Länderspielpause, aber das hält den Buschi natürlich nicht davon ab, gute Aufnahmen rauszuhauen. Länderspielpause ist auch mal gut, da kann ich mich mal mit Themen beschäftigen, intensiver beschäftigen und das habe ich heute getan. Wie ihr alle wisst, Borussia hat so die letzten 2-3 Jahre seine Saisonziele nicht erreicht und da werde ich heute mal meine Meinung abzugeben, an woran es lag. Auch diese Saison werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Das ist meine Meinung. Lag's an Farke, lag's an Hütter oder lag's doch am Management? Dazu gebe ich heute meine klare Meinung ab. Ich bin extrem gespannt auf eure Kommentare, auf euer Feedback zu dieser Folge. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Damit unterstützt ihr meinen Kanal am meisten. Wenn euch meine Meinung nicht gefällt, Daumen natürlich auch nach unten. Das ist alles möglich. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Also die heutige Frage ist einfach, wer hat Schuld? Ne? Wer hat Schuld an den letzten Jahren? Und dazu gucken wir erstmal in die letzten Jahre rein, wie wir abgeschnitten haben. Ich würde so sagen, wir fangen so bei dem Übergang von Lucien Favre zu André Schubert an. Also unter Favre sind wir Dritter geworden. Das war einfach 14-15 überragende Saison. Und dann lief es einfach nicht mehr. Wir haben, glaube ich, die ersten 5 Spiele verloren. Und nach dem Derby hat Lucien Favre einfach nicht mehr die Kraft gehabt, vielleicht auch nicht den Mut oder hat nicht dran geglaubt, dass er selbst das Ruder nochmal rumreißen kann. Und André Schubert hat einfach irgendwie den Stecker, also nicht den Stecker in der Mannschaft gezogen, sondern eher wieder den Stecker reingesteckt. Und dann ging es halt richtig ab. Platz 4 gestürmt. Wir können uns den Kader gerne nochmal angucken, den André Schubert damals zur Verfügung hatte. Das war dieser. In der Innenverteidigung natürlich Andreas Christensen, Martin Hinteregger, der leider bei uns nichts geworden ist, Martin Stranzel, Oskar Wendt, das waren schon richtig geile Kicker damals. Nico Schulz hattest du noch, Ruhe Brauers, das war schon eine überragende Innenverteidigung ganz besonders. Jan Sommer stand schon im Tor, Dahoud, Thorgan Hazard, Fabian Johnson, Harvard Nordfight, Lars Stindl, Granit Xhaka und halt vorne drin mit Raphael Traoré, Jonas Hofmann, Patrick Herrmann, André Hahn, damals auch noch sehr, sehr stark unterwegs. Da hatte André Schubert einen sehr, sehr guten Kader und aus meiner Sicht hat er einfach wieder den Stecker reingesteckt. Und dann ging es aufwärts mit unserer Borussia. Aber der Zauber von André Schubert hat dann auch schnell nachgelassen. Dann hat Hecking im Winter 2016 übernommen. Aus meiner Sicht war das damals auch der richtige Schritt. Ich kann es nicht beurteilen, ob André Schubert ein guter Trainer ist oder nicht. In seinen Stationen danach hat es halt auch nie funktioniert. Und damals war es definitiv der richtige Schritt, Dieter Hecking zu holen, der für Stabilität einfach gestanden hat. Und wir können uns auch den Kader dann mal angucken. Wie gesagt, das war immer noch ein extrem guter Kader, auch unter Dieter Hecking. Wir hatten dann zwischenzeitlich den Abgang von Granit Xhaka zu verkraften. Das hat definitiv ins Kontor geschlagen, aber die Mannschaft war immer noch ordentlich besetzt mit Dahoud, Chris Kramer und Lars Stindl im Mittelfeld. Du hattest dann natürlich vorne einen Josep Drimmitsch drin, der einfach nicht gezündet hat, leider. Aber der Kader war immer noch gut und Dieter Hecking hat es einfach dann geschafft, über Jahre, über 3 Jahre, die Mannschaft zu stabilisieren und nach oben zu führen. So, und jetzt kommt aus meiner Sicht so der erste Punkt, wo es schwierig wurde. Dieter Hecking wurde Fünfter mit dem Kader, das war die Saison 18-19. Wir gucken uns den Kader mal an. Das ist dieser hier. Das war schon ein sehr, sehr guter Kader. Also mit Jan Sommer im Tor, du hattest dann in der Innenverteidigung Nico Elvedi, Matthias Ginter, Toni Janschke, Michael Lang, Oskar Wendt, ne? Jordan Bayer war damals noch im Kader, da hattest du eine sehr ordentliche sehr ordentliche Verteidigung im Mittelfeld mit Cuisance, der aufgeblüht ist, Fabian Johnson, Christoph Kramer, Florian Neuhaus, Lars Stindl, Tobi Strobel und Dennis Zakaria, auch ein sehr, sehr gutes sehr, sehr gutes Mittelfeld und mit Thorgan Hazard, Drimmitsch, Hermann, Hofmann, Player, Raphael Traoré waren wir eigentlich in der Offensive besser besetzt, als wir es heute sind. Das musst du dir mal vorstellen, in der Saison 18-19 waren wir aus meiner Sicht in der Offensive zumindest besser besetzt als heute. Und dann kam die Saison, wo man sich entschieden hat, auf Marco Rose zu wechseln. Ich bin jetzt ganz ehrlich zu euch, ich fand das damals einen guten Schritt, einen sehr, sehr guten Schritt.
in der Saison 19-20, weil ich will mich jetzt hier nicht hinstellen, hättest du niemals machen sollen, hättest mit Hacking weitermachen sollen. Das ist halt im Endeffekt vergossene Milch. Wir hatten alle irgendwie das Gefühl, dass es unter Dieter Hacking nicht der attraktivste Fußball war. Das ist ja jetzt Meckern auf hohem Niveau, wenn man unsere Saison heute sieht. Aber damals fand ich es auch den richtigen Schritt, mit Marco Rose irgendwie eine neue Energie reinzubringen, eine neue Spielidee. Und das hat ja wunderbar geklappt. Und ich sag's euch, wie es ist. Der Kader 2019-2020 war der stärkste Kader, den wir jemals hatten, aus meiner Sicht. Der wurde komplett auf Marco Rose angepasst und du hast dann auch Platz 4 und die Champions League wieder erreicht. Guckt euch den Kader an. Jan Sommer am Tor, Benze Baini, Nico Elvedi, Matthias Ginter, Stevie Leiner und Oskar Wendt in der Verteidigung, Toni Janschke noch und Mamadou Doucouré. Im Mittelfeld war es auch, also Zakaria, Lars Stindl, Tobi Strobel, Florian Neuhaus, Chris Kramer, Johnson, Laszlo Benes und im Sturm hast du halt eine wahnsinnige Auswahl. Also das war Brelembolo, Hermann, Hofmann, Player, Raphael Thuram und noch Ibo Traoré, der zu der Zeit einfach so viele 1 gegen 1 Duelle noch gewonnen hat mit Raphael zusammen. Also Raphael und Traoré, die beiden fehlen uns halt komplett. Das waren einfach Spieler, die 1 gegen 1 Duelle auflösen konnten, gefährliche Situationen aufbeschwören konnten. Und das haben wir heute einfach nicht mehr. Und aus meiner Sicht war das der stärkste Kader, den wir jemals hatten in der Saison 1920. Und dann sind wir auch zu Recht in die Champions League gekommen. Und dann hast du es halt verpasst, tatsächlich den Umbruch zu schaffen. Nach der Saison, du hast gesagt, wir müssen alle Spieler halten, um noch weiter, um noch erfolgreicher zu werden. Und das war aus meiner Sicht der erste größte Fehler, weil der Kader blieb zusammen. Du hast wenig neue Energie reingebracht. Wir können uns gerade mal die Transferphasen angucken. Das waren dann, also du hast dann Manu Kone geholt, aber direkt wieder ausgeliehen. Joe Skelly wurde geholt, Hannes Wolf wurde geholt. Und das war's dann. Also Lazaro wurde geholt. Warte mal, genau, Lazaro wurde noch geholt. Und dann hast du einen sehr, sehr guten Kader auch für die Saison 2021, definitiv. Aber du hast es verpasst, Spiele abzugeben. Denn Zakaria war in seiner Prime, aus meiner Sicht. Ja, oder auch in Thuram, die waren richtig viel wert und da sind bestimmt Angebote reingekommen. Da hättest du vielleicht schon die eine oder andere Million einen Riesendeal mitnehmen können. Das hast du nicht gemacht, weil Eberl der Meinung war, es geht noch weiter und noch höher mit unserer Borussia. Und es ging ja am Anfang der Saison 2021 auch richtig gut. Also der Kader war top. Und ich glaube, wir waren auch zwischenzeitlich mal Erster. Nach dem Bayern-Spiel, da kann sich jeder noch dran erinnern, im Borussia-Park 2-1 für uns. Ich glaube, wir haben das Spiel gedreht. Benze Baini mit dem Doppelpack, Kopfball Benze Baini und Elfmeter Benze Baini, da hat die Rütte richtig gebrannt. Ja, und dann kam der Zeitpunkt, glaube ich, wo vieles kaputt gegangen ist, wo wir heute noch mit zu kämpfen hatten. Rose sagt, er geht zum BVB und dann, ich glaube, der Moment hat auch Spuren im Kader hinterlassen, definitiv. Max Eberl hat aber weiterhin Rose vertraut und das war ein riesengroßer Fehler. Also wenn ich bei mir sagen würde, in meinem Job, ich gehe zur Konkurrenz, aber bleib hier noch 6 Monate, die würden mich sofort rausschmeißen. Das war einfach ein Riesenfehler. Das geht in der Wirtschaft nicht und sowas geht auch im Fußballverein nicht. Da hätte Max Eberl handeln müssen und wenn Max Eberl nicht gehandelt hat, hätte das Präsidium handeln müssen. Das wurde beiderseitig nicht gemacht und die Schuld kann man bei beiden suchen, definitiv bei Max Eberl, aber auch beim Präsidium. Ich meine, da sind ja auch kompetente Leute und da hätte es damals definitiv knallen müssen. Und ja, der Kader hat dann auch Spuren hinterlassen, die waren da komplett auf Rose ausgelegt und waren dann wahrscheinlich auch, und du hast halt dann gefühlt nichts mehr gewonnen, bist dann auf Platz 8 gekommen, hast Europa verpasst, Rieseneinnahmen verpasst und dann wäre spätestens der Zeitpunkt gewesen, allerspätestens der Zeitpunkt gewesen, einen Kaderumbruch zu machen. Dann hättest du Spieler verkaufen müssen, die hatten alle noch Vertrag, die hatten alle lange Vertragslaufzeiten noch und du hast nicht mehr Europa League oder Champions League gespielt. Und dafür war der Kader einfach zu teuer. Ich glaube, man ist davon ausgegangen, wenn man den Kader zusammenhält, kommt man mit Adi Hütter wieder nach Europa. Das ist krachend gescheitert. Du bezahlst für einen Adi Hütter 7,5 Millionen Euro vor der Saison von Eintracht Frankfurt, der aber eine komplett andere Idee vom Fußball hat, der andere Spieler wollte, die nicht bekommen hat.
da muss man einfach sagen, das ist ein grober Managementfehler gewesen. Klar, du hast für Rose 5 Millionen bekommen, aber 7,5 Millionen für einen Trainer auszugeben, der eine Vision hat und ihm dann nicht die Spieler dahin zu stellen, macht einfach keinen Sinn. Und vom ersten Tag von Adi Hütter war klar, der ist mit dem Kader nicht zufrieden. Und so hat die Mannschaft dann auch gespielt. Du hattest mal ein paar Höhen gegen Bayern im Pokal, aber das ist eigentlich so wie diese Saison auch. Die Tiefen haben dann doch überwogen. Ich glaube, da waren 6-0 gegen Freiburg dabei, da waren 3-0 aus Pokal aus in Hannover dabei, wo du in der Saison definitiv hättest was reißen müssen. Und spätestens vor der Saison hättest du einige Spieler verkaufen müssen vor der Hütter-Saison. Du hattest die Chance, Thuram hatte wohl ein Angebot von 35 Millionen von Inter Mailand, der sich dann gegen Leverkusen verletzt hat und damit hättest du definitiv den Umbruch moderieren müssen. Ja, und Hütter hat dann mit dem Material gespielt, wo er eigentlich nicht hinterstand. Und dann kam noch Marvin Friedrich als irgendwie, den Transfer konnte ich eigentlich bis heute nicht so richtig verstehen. Der kam dann im Winter. Ich glaube auch nicht, dass Hütter den unbedingt gewollt hat, muss man ehrlicherweise sagen. Und ja, aber wie gesagt, da wurde aus meiner Sicht schon ein Riesenfehler begangen. Und dann ging es so ein bisschen in die Saisonphase rüber, wo es dann besser wurde. Also du warst natürlich tief im Abstiegskampf drin. Und dann lief aber wieder besser, du holst Platz 10 und entlässt dann Adi Hütter. Ich glaube, wir waren schon irgendwo alle der Meinung, okay, für mit Hütter, der passt nicht zu Borussia, aber im Endeffekt hat Hütter zu dem Kader nicht gepasst, den du dem dahingestellt hast. Und dann entlässt du Hütter, muss extrem viel Abfindung zahlen, das ist ja bis heute nicht veröffentlicht, wie viel Abfindung da wohl geflossen ist, muss man einfach so sagen. Und holst dann in Daniel Farke, der aus meiner Sicht ein guter Transfer war, ich halte ihn immer auch noch für den richtigen, aber Daniel Farke sagt dann am ersten Spieltag schon, ja, ich hätte gerne noch einen Stürmer gehabt, ich hätte gerne noch dies gehabt und signalisiert quasi vom ersten Spieltag an schon, dass der Kader auch nicht sein Kader ist. Und im Laufe der Saison hat sich das verstärkt. Also man hört ja, okay, die Mannschaft ist zu satt, die ist zu alt, zu langsam und die jungen Spieler sind eigentlich auch nicht meins. Ngumu ist definitiv kein Farke-Spieler gewesen. Ich glaube, das war ein Transfer vom Verein. Ich glaube, der stand auf irgendeiner Scouting-Liste und dann wurde der geholt. Aber das war kein Farke-Spieler. Und jetzt gehst du zum zweiten Mal in eine Saison, wo der Trainer nicht hinter der Mannschaft steht. Und das ist aus meiner Sicht grob fahrlässig gewesen, sowas zuzulassen. Und das ist ganz klar aus meiner Sicht Managementfehler. Ich finde nicht, dass die Fehler da, die Trainer haben definitiv auch Fehler gemacht. Ein Hütter hat einen Fehler gemacht. Ein Rose hat damals Fehler gemacht. Und Farke macht auch Fehler. Aber ich halte ihm zugute, dass er schon jetzt auch langsam flexibler wird. Er wechselt früher und häufiger. Er stellt jetzt auch das System um. Fünferkette, was ich deutlich besser finde, weil du vorne mehr Übergewicht schaffen kannst mit einer weiteren Option. Dreier-Fünferkette. Das hat sich gegen Bremen auch bewahrheitet. Aber es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass du zweimal in Folge mit einem Trainer in die Saison gehst, wo er nicht hinter dem Kader steht. Und auch diese Saison werden wir unsere Ziele verfehlen. Und die waren niedrig gesteckt. Wenn ich Wirkus noch richtig im Ohr habe, sollten wir die Abwehr stabilisieren. Ich glaube, wir haben jetzt um die 44 Gegentore, sind noch circa 10 Spieltage. Letzte Saison hatten wir 61. Also das Ziel wirst du nicht erreichen, auch wenn es ein Tor weniger ist als letzte Saison. Hast du die Abwehr auf gar keinen Fall stabilisiert. Du wolltest eine ruhige Saison spielen, wo du am Ende sagen kannst, die Mannschaft hat alles gegeben und wir sind mit dem Platz zufrieden. Ich glaube, den Abwärtstrend kannst du vielleicht brechen. Also wir waren Platz 8, Platz 10, jetzt stehen wir auf Platz 10. Ob wir den halten können? Also ich glaube, nach oben wird nichts mehr gehen, aber ob wir den halten können, ist noch die Frage. Und ich finde, auch das Ziel hast du dann nicht erreicht. Und es kann definitiv noch sein, dass wir auch auf Platz 11 landen. Ne? Die Gefahr besteht. Also das Ziel hast du aus meiner Sicht auch nicht erreicht. Und ja, Mannschaft und Fans, Verein, ich glaube, das hat aus meiner Sicht auch nicht funktioniert. Wir sehen oftmals, dass die Fans fordern, die Mannschaft soll kämpfen. Wir haben auch schon einige kritische Stimmen von den Fans gehört zur Mannschaft. Und das hat auch nicht funktioniert. Und da muss man einfach sagen, du hast gefühlt kein Saisonziel erreicht oder wirst du wahrscheinlich nicht erreichen. Klar, die Saison ist noch lang, aber aktuell sieht es nicht danach aus. Und dann muss man sich nach der Saison wirklich mal fragen, wo liegt es denn dann? Woran hattet ihr liegen, wie man so schön sagt? Und ja, aus meiner Sicht sind es nicht immer die Trainer. Also du kannst nicht immer die Trainer rausschmeißen. Hast das Thema mit Hütter beendet, wo du
ein finanzielles Fiasko hinterlassen hast. Du hast es viel zu sehr verpasst, Spieler zu verkaufen, was auch ein Managementfehler ist. Und du hast zweimal zugelassen, dass der Trainer nicht zufrieden mit seinem Kader ist, was definitiv auch ein Managementfehler ist. Und klar, Eberl hat da seine Schuld und auch Wirkus hat da irgendwo seine Schuld, seine Aktien mittlerweile mit drin. Aber das sind natürlich auch, es sind ja nicht nur die beiden, es sind natürlich auch Leute im Management drin, es sind Leute im Präsidium drin, die da ein Auge drauf haben. Und da muss man schon irgendwann mal die Frage stellen, ob da nicht mal ein neuer Wind rein muss. Ich sage jetzt mal so, wie es ist, weil in einem Wirtschaftsunternehmen, wenn ich verantwortlich bin für gewisse Zahlen und liefere die 3 Jahre nicht, dann werde ich auch ausgetauscht. Das ist einfach so. Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Wohlfühloase bei Gladbach, aber da muss einiges passieren, sonst mache ich mir wirklich Sorgen. Ich war sehr optimistisch vor der Saison, aber mittlerweile, wenn ich mir jetzt mal Gedanken über die vergangenen Jahre mache, ist da schon einiges schiefgelaufen. Ne? Und irgendwie muss das Ruder rumgerissen werden. Und ich hoffe, dass die Jungs das wissen und rechtzeitig den Kader stellen. Und den Kader so stellen, wie Farke es möchte. Weil sowas darf nicht mehr passieren, dass der Trainer vom ersten Spieltag an quasi sagt, ich bin unzufrieden mit dem Kader. Und selbst Christoph Kramer sagt, es hätte viel früher junges Blut reingemusst oder anderes Blut oder anderes Spielermaterial. Ne? Und das kann einfach aus meiner Sicht nicht sein. Ne? Und jetzt gucken wir nochmal auf die Tabelle. Wie gesagt, wir sind jetzt Zehnter. Die Saison wird noch schwierig sein, die zu retten. Ich glaube, das Derby wird ein ganz, ganz entscheidender, ganz, ganz entscheidendes Spiel. Gerade für die Fans, gerade für uns. Und gerade für den Saisonausgang, wir werden noch einige schwierige Spiele haben. Und falls du das Derby verlieren solltest, dann wird die Stimmung richtig schlecht. Dann wird die Stimmung richtig schlecht. Und dann musst du erstmal, glaube ich, einige Arbeit betreiben, um das wieder rumzureißen. Und das ist so mein Anliegen. Also du hattest damals mit Rose Platz 4, da hätte aus meiner Sicht schon etwas passieren müssen. Du wolltest unbedingt die Spieler halten. Das hat nicht funktioniert mit Spieler halten. Du wolltest die Spieler dann auch bei Hütter halten. Das hat auch absolut nicht funktioniert. Finanzielles Fiasko mit Hütter. Und Farke ist jetzt auch unzufrieden. Und das sind einfach zu viele Managementfehler aus meiner Sicht. Ich mache mich jetzt wahrscheinlich bei vielen nicht beliebt, aber ich mit meinem normalen Verstand ist einfach meine Meinung. Ich freue mich auf eure Kommentare tatsächlich, wie ihr die Sache seht. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen aufarbeitet und es gab ja nie Konsequenzen. Es musste nie einer gehen. Max Eberl, den hätte man auch theoretisch mal in Frage stellen müssen zu dem Zeitpunkt, aber er darf freiwillig gehen oder ihm mal irgendwie Support an die Seite stellen. Also wenn es nicht läuft, hast du ja immer 2 Optionen. Entweder du tauschst das Personal aus oder holst neue Kompetenzen dazu und beides ist nicht passiert. Ne? Und da muss man sich schon mal hinterfragen, warum das nicht passiert ist. Und das ist meine Analyse dazu. Wer schuld hat, sind aus meiner Sicht nicht die Trainer. Also ich will die Trainer nicht komplett aus der Verantwortung nehmen. Die haben auch ihre Fehler gemacht, aber es sind massive Managementfehler aus meiner Sicht begangen worden. Das ist meine Meinung. Ich freue mich jetzt auf eure Kommentare. Lasst wie immer gerne ein Abo und einen Daumen da. Und zum Abschluss, weil viele es sich gewünscht haben, der Shop ist wieder auf. Wie ihr seht, ich bin auch wieder zurück in Berlin in meinem Studio. Und viele haben das Angebot leider verpasst. 10% und kostenfreier Versand. Dann habe ich mir gesagt, komm, gönn ich noch mal bis Ende März kostenfreien Versand und ab 2 Teilen 10% Rabatt mit dem Rabattcode BUSHI1900. Groß geschrieben bitte. Und ja, alles noch zu haben. Pulli mit immer einer signierten Autogrammkarte. Ich glaube, in den großen Größen ist nur noch ganz, ganz wenig. Da müsst ihr flott sein. Ja, wie gesagt, in einem gebrandeten Karton mit einer Signierkarte. Damit unterstützt ihr natürlich auch meinen Kanal. 1900% Traditionskollektion ist aus meiner Sicht immer gelungen. Ich trage die auch immer. Und jetzt wünsche ich euch einen super Feierabend. Kommt gut in den Abend rein. Lasst ein Abo und einen Daumen da und jetzt macht's gut. Ciao.